Hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Video bei mir. Heute gibt es mal etwas, was man eher selten bei mir sieht, und zwar Objectives. Ich wollte einfach mal wissen, wie schnell man als Survivor sein einziges Objective, um das Spiel, sage ich mal, zu beenden, durchbekommen kann. Und dafür habe ich folgende Sachen eingepackt. Und zwar an Perks haben wir Prove Thyself, damit für jeden weiteren Survivor der Repair Speed um 15% nochmal erhöht wird. Weiterhin Streetwise, damit wir das Item, was wir dabei haben, 25% langsamer verbraucht wird. Wenn es dann endlich mal verbraucht worden ist, dann haben wir noch Build to Last dabei. Nach 10 Sekunden kriegen wir einfach 50% unserer Charges für das Item zurück. Das Item, was wir dabei haben, ist eine Toolbox, damit wir generell nochmal schneller reparieren können. Und um das Ganze natürlich nochmal richtig spicy zu machen, haben wir ein brandneues Teil dabei, was sagt, dass wir innerhalb von 5 Sekunden 15% Fortschritt generell bekommen. Und wenn wir nochmal zwei schwierige Skillchecks treffen, bekommen wir nochmal extra 5% dazu. Das heißt, wir können bis zu 25% Fortschritt einfach nur durch dieses brandneue Teil gewinnen. Und zum Abschluss, eigentlich recht unspektakulär, haben wir einfach nur noch mehr Charges an die Toolbox reingepackt. Und ja, die Killer-Mains, die jetzt zugucken, wahrscheinlich auch schon richtig Bock haben darauf. Los geht's. Direkt in den Generator, los geht's. Und der erste Skitchet verkackt. Den zweiten getroffen. Beide getroffen. Ich glaube, der Killer ist ein Kaugummi. Oh ja, und du bist rausgekommen. Kevin, wollen wir den oben im Tempel machen? Ja. Bin schon dran. Mich sehen. Den Süßen. Den Schnurrel. Er bleibt einfach stehen. Okay. Such mich. Lol, was? Ich glaube, den kriegen wir durch. Er kommt zu uns, er kommt zu uns. Ja, ja. Er geht Treppe hoch, geht Treppe hoch, geht Treppe hoch. Melee, Melee! Ah! What? Oh, jetzt kommt sie hoch. Ja, aber er auch. Ja, ja. Ich kann auch gucken werden. Lol. Lol. Good job. Let's go, Alter. Das war einfach der Ninja-Gen. Uff, der hat ja gar nichts gekriegt. Er kommt, glaube ich, gerade zu uns. Er geht auf jeden Fall in eure Richtung. Ja, er kommt zu uns. Er hat das Cordons. Ich zieh mal weg vielleicht. Folgt er mir? Er folgt mir. Let's go. Mach mal deinen Job da. Oh, ich renne in Sachen rein. Solange er es auch tut, ist alles okay. Ja! Das war fucking close, ey. Verfolgt er jemanden? Ja, genau. Er ist bei mir. Gut, nicht zu zweit an die Gens rangehen, ne? Hab ich denn irgendwo eine Palette? Die Closette ist jetzt alleine? Er ist weg von mir, er ist weg von mir. Ja, geht auf Richtung Angie wieder. Nee, er hat noch ein Terrorrad, ist bei mir. Nee, aber als er Angie aufgehoben hat und zu uns gekommen ist, meine ich, habe ich den Teller, den Tellerradius. Ich hole dich mal ab, ja? Angie hat borrowed time, aber ja. I'm Audi. Ich habe keine Toolbox mehr, also die ist leer. Er kommt direkt wieder zurück. Ah, in der Killer Shack ist auch ein Gen. Ja, genau, aber da ist alles weg. Keine Palette mehr und so. Ja, ich seh's gerade. Oh, shit. Ich glaube, jetzt habe ich ein ganz kleines Problem. Sagen wir's mal so, wenn er jetzt Beyblade spielt, hast du ein Problem, ja. Der macht einen richtigen Tyson. Er ist weg. Haben wir uns jetzt gegenseitig verloren?
Und dann macht er gerade die 5000 IQ Plays. Hä? Nee, er rennt wieder rüber. Er rennt zur Killercheck. Er rennt zu mir. Alles klar? Ja. Wenn er jetzt bei Kevin ist, Angie, dann ziehen wir das Ding einfach schnell durch. Let's go. Könnte klappen, muss aber nicht. Das klappt. Ich bin dead on hook. Wahrscheinlich auch vorne. Oh, Leute, er sucht mich doch. Ich bin weg. Er hat sich selbst geloopt gerade. Hast du Adrenalin? Ja. Dann renn mal los. Oh, lol, er hat Tinkerer, sag ich doch. Echt? Hab ich gar nicht mitbekommen. Ja. Killer Shark ist ein Tor, da geh ich hin. Na, Risk nur fahren, die nur versuchen ihn so abzudenken, dass er die Tür nicht sieht. Er geht andersrum. Lol. Killer Shark. Was? Er geht andersrum. Er hat sich gerade einmal. Er kommt zu mir. Er kommt jetzt auch hierher. Ich bin auch da. Oh, ich bin raus. Let's go. Adios, amigas. Good job, Angie. Gut fertig gemacht, haben wir ihn. Ich lasse mal eine Toolbox hier. Ich renne weg. Ich habe beide Skillchecks getroffen. Let's go. Good job. Oh, nice done. There we go. Oh, die andere ist auch hier. Nice. Also warte, bin ich nicht gerade erst weggegangen? Killer Check Palette ist weg, tut mir sorry. Alles gut, lass mal einen auslassen. Kannst du nur. Ja. Guck mal, Maybe, da sind immer drei Generatoren nebeneinander meistens. Ich komme euch hinterher. Ah, hier kommt rechts einer. Ich versuche ein bisschen links ins Main Building zu gehen. Ja, wir sind jetzt am nächsten Gen gleich dran. Let's go! Let's go! Let it rip! Yo, okay. Oh shit! Entschuldigung! Entschuldigung! Alles gut. Ich bin neben dem Main Building. Macht jetzt echt so eine Power für mich an? Ja. Er geh zurück. Ja, ja, ich seh's. Ich mach jetzt einfach den Gen. Er kommt immer noch zu mir oder so? I don't know. Er will dich immer noch. Okay, Bro. Die Claudette ist bei mir mit einem Gen. Was zur Hölle? Spielt der Ring Around the Roses mit dir oder was? Ich weiß nicht genau, was sein Problem ist, aber ich gehe da mal weg. Jo, ich hab den Gen jetzt die ganze Zeit. Die Claudette ist cool. Oh, never mind. Sie hat angezeigt, dass sie mich erst healen will, bevor wir den Gen durchmachen. Er kommt hinterher. Oh nein, er hat seine Power nicht mehr. Dann geh ich wieder an den Gen. Oh nee, doch nicht! Er hat sich anders überlegt! Gen Rushers! Oh nein, das Fenster. Oh shit! Ach, da bist du. Hab ich nicht gesehen. Dankeschön, dann hole ich sie wohl. Pass auf, wo er lang rennt. Oh, er ist immer noch bei ihr. Meinst du, er ist nicht glücklich? Ich habe das Gefühl, dass er sie gesichtszeltet. Nee, er geht, glaube ich, Richtung Killer Shark. Ja, er geht Richtung Killer Shark. Noch jetzt ein Generator. Ja, ich renne. Ja, Nino, wenn du gegen Uhrzeigersinn läufst, da bin ich. Angie ist gleich durch, da wo ich gehangen habe. Nice. Da hinten geh ich hin. Oh, Kofferchen? Brauner Koffer. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kommt her. Hier am Ausgang ist eine Palette. So, jetzt habe ich dummerweise nicht geguckt, wo die Ausgänge sind. Killercheck. Ja, Killercheck. Er kommt. Ah, hier ist eine Palette, okay, alles klar. Ich habe so das dumme Gefühl, dass er. Er kommt, er ist da. Okay. Dass er nicht Ed hat? Ja, anscheinend nicht. Er rennt weg. Verwirrt. Er ist hier. Ja, dann mach ich Tor auf. Tor auf. Welches Tor? Na, das Tor da. Du weißt schon, dass ich kein Tor sehe, aber er ist bei mir. Er kommt zum Tor. Ach, das Tor. Okay, jetzt habe ich es auch gesagt.
Er hat noch eine hier ist auch Unikraft. Direkt die Hatch daneben. Oh je. Achso, dann gebe ich zum anderen Tor. Wir können hier raus, wir können hier raus, wir können hier raus. Let's go, ich komme zum Hauptbuilding. Zum Hauptbuilding. Nein! Okay, wir können hier doch nicht raus. Hä? Ach, du warst da hinten. Lass mich denken. Nein. Nein heißt nein. Warte, er hat mich abgelegt. Er lässt mich raus. Er ist ein nettes Oni. Danke, Mr. Oni, Mann. Oh, Killerus Shackles. Kein Keller. Das ist ja Proof myself. Alles klar, wir kommen vorbei. Alter, ist das eklig, ey. Yo, ich glaube, das ist Rekord. Gut möglich. Ist es Pick? Oh mein Gott, der Typ hat doch auch ein Schweinchen ausgewählt. Aber nee, wir haben zu lange gewartet. So, oh, ich bin mit ihr am nächsten Gen. Ich glaube... ja, Rekord auf jeden Fall. Und das war der klassische Genre-Spaß des Tages. Ich habe jetzt für mich tatsächlich keine neue Spielweise entdeckt, da ich tatsächlich lieber für Chases gehe oder für andere dumme Aktionen. Muss ich natürlich jetzt auch nicht erzwingen, dass ich jetzt für irgendwie, keine Ahnung, permanent durch Fenster springe, damit ich irgendwie jagt oder sonst irgendwas. Aber das war mir dann doch schon ein bisschen zu krass vom Generator-Gameplay her. Und als Fazit für mich auch eigentlich ganz klar, an den Toolboxen muss irgendwas gemacht werden, zumindest an den brandneuen Teilen. Weil 27 Sekunden für einen Generator finde ich dann doch schon ziemlich krass. Wir hatten tatsächlich sogar einen Killer, der AFK gegangen ist von Anfang an. Und ich glaube, wir waren, keine Ahnung, nach 3 Minuten 50 oder sowas komplett aus dem Game raus, irgendwie so. Und dabei haben wir tatsächlich noch ein bisschen irgendwie Blödsinn gemacht, weil wir wussten ja nicht von Anfang an, dass der Killer eigentlich nur AFK ist. Aber damit soll es auch erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao! And you can't see just how great I'll be. And